Der 10-jährige Markus und sein kleiner Bruder Rudi. Dass die Geschwister so ausgelassen miteinander im Wasser spielen, ist etwas ganz Besonderes. Denn Rudi wäre vor fast 2 Jahren beinahe ertrunken. Dass er lebt und gesund ist, verdankt er seinem großen Bruder. Markus hat dem 3-Jährigen das Leben gerettet. Und darauf ist er sehr stolz. Es ist ein schönes Gefühl. Ich bin froh, dass er noch hier ist. Es könnte ja auch anders enden. Zum Glück ist er normal, wie er früher war. Mit früher meint er die Zeit vor dem 3. September 2016. Dem Tag, an dem Rudi fast gestorben wäre. Die Brüder spielen im Wohnzimmer. Ihre Eltern sind bei der Arbeit und die Oma passt auf. Als sie merkt, dass der Kleine die Hosen voll hat, will sie eine neue Windel holen. Für einen Moment verlässt sie das Zimmer und verliert die Kinder kurz aus den Augen. Diese Unachtsamkeit nutzt Rudi und läuft in den Garten. Und komme ich raus und er ist weg. Das war eine Minute, vielleicht noch weniger. Rudi! Während die Oma und Markus nach dem Kleinen suchen, spielt sich im Garten eine Tragödie ab. Rudi ist mit seinem Kuscheltier in den 1,50 Meter tiefen Pool gefallen. Als sie ihn entdecken, treibt der 2-Jährige bewusstlos im Wasser. Und dann sehe ich, der Kleine liegt neben ihm. Genauso. Der Kopf war schon unter dem Wasser. Dann habe ich ihn rausgefischt und reingetragen. Er war total schon wie tot. Der große Bruder, damals 9 Jahre alt, weiß zum Glück genau, was zu tun ist. Er greift zum Telefon und alarmiert den Rettungsdienst. Ich habe mich eingestellt, einfach irgendwas zu machen, was helfen könnte. Und dann habe ich einfach 112 gewählt. Weil ich bin ja kein Arzt, ich weiß nicht, was man machen muss. Am anderen Ende der Leitung ist Michael Seebold. Der Rettungssanitäter merkt schnell, hier geht es um Leben und Tod. Durch Markus seine Schilderung habe ich relativ schnell raushören können, dass es wirklich eine akute Situation geht, um ein kleines Kind, der in akuter Lebensgefahr geschwebt hat, nicht mehr geatmet hat und sofort Hilfe brauchte. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wäre es zu lang gewesen. Somit musste ich sofort handeln und bin in die Telefonreanimation entsprechend eingestiegen. Markus bekommt präzise Anweisungen am Telefon. Dann dreht ihn mal auf die Seite. Wir müssen gucken, dass wir das Wasser aus der Lunge herausbekommen. Aber der kleine Rudi atmet immer noch nicht. Ja. Okay, was passiert? Es kommt raus. Das Wasser läuft raus. Ja, durch die Nase. Dann müsst ihr deinen Bruder jetzt auf die Seite bzw. auf den Rücken legen. Und dann müssen wir ihn beatmen. Okay. Markus befolgt genau, was ihm Michael Seebold am Telefon erklärt. Denn jetzt zählt jede Sekunde. Und Markus macht alles richtig. Als der Rettungsarzt eintrifft, atmet Rudi schon wieder, dank der schnellen Hilfe seines Bruders. Mit diesem Helikopter wird der Junge in die Uniklinik nach Marburg geflogen. Inzwischen ist auch seine Mutter eingetroffen. Sie darf mit ihrem Jungen mitfliegen. Ich hatte so einen Schockzustand, da wusste ich gar nicht, wohin. Ich hatte nur so, also keine Gedanken. Ich dachte nur, das wird alles gut, es wird alles gut. Rudi kommt auf die Intensivstation. Die Situation ist kritisch. Es ist nicht klar, welche Folgen der Unfall hat. Für seine Mutter ist das ein Schock. Dann hat der Arzt angedeutet, ja, also erwarten Sie nicht viel. Es kann sein, dass der Rudi wach wird, aber Sie nicht erkennen wird. Und ich stand da, hab gewartet und dann, Punkt, war der Rudi wach. Dann hat er gleich die Hände zu mir gezogen und hat gesagt, Mama! Da kamen mir die Tränen und die Schwestern, die haben geklatscht. Schon am nächsten Tag geht es Rudi besser. Nach einer Woche ist er wieder fit und kann nach Hause. Rudi hat unglaubliches Glück gehabt. Denn 2016 sind allein in Deutschland 16 Kinder zwischen 0 und 5 Jahren ertrunken. 5 mehr als im Vorjahr. Das ist ein Anstieg von rund 45%. Rettungssanitäter Michael Seebold weiß die Leistung des 9-jährigen Markus deshalb sehr gut einzuordnen. Markus hat Großartiges geleistet. Er hat seinem kleinen Bruder mit wenigen Sachen
das Leben gerettet. Ohne sein Dazutun wäre die Geschichte nicht so ausgegangen. Die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wäre viel zu lang gewesen. Die Schäden, die Rudi davongetragen hätte, ohne dass Markus jetzt was gemacht hätte, wären immens gewesen. Der 9-jährige Markus wird als Held gefeiert. Für seine spektakuläre Rettungsaktion wird er als Lebensretter 2016 ausgezeichnet, gemeinsam mit Michael Sebold. Ich bin wahnsinnig stolz auf ihn. Also, wie ich gesagt habe, bis zum Mund und zurück. Aber noch viel wichtiger, Rudi hat keine Angst mehr vorm Wasser. Heute ist er mit seiner Mama und seinem Bruder Markus im Schwimmbad. Wenn ich jetzt den Rudi so glücklich im Wasser sehe, dann bin ich doch selbst auch glücklich, dass ihm gut geht. Und damit wirklich nichts mehr passieren kann, gibt es ab heute von Bademeister Carsten Schwimmunterricht. Machst du die Arme nach vorne, genau, schön in die Hände klatschen, dann drehst du den Daumen nach unten. Der Anfang ist gemacht und Rudi will jetzt auf jeden Fall schwimmen lernen. Heute so froh, dass wir hier sein dürfen und glücklich sein dürfen, alle im Wasser und Spaß haben. Denn wenn ich sehe, dass meine Kinder hier im Wasser springen, springt mein Herz auch auf. Und der heimische Pool? Den gibt es nicht mehr. Den hat Rudi mit seinem Papa zugeschüttet. Dafür hat der Dreijährige jetzt einen riesigen Sandkasten.